Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneakerkult. Ich habe jetzt gerade mal 3 Wochen gewartet und heute ist schon der Mi Adidas Equipment Support Premium bei mir angekommen. Die Lieferzeit war eigentlich auf 4 bis 6 Wochen veranschlagt, aber heute, nach 3 Wochen, ist er schon angekommen. Das hat mich sehr gefreut. Den packen wir jetzt mal aus und schauen uns ihn mal im Detail an. Ja, wer meine Videos verfolgt hat, der weiß, dass ich vor 3 Wochen in Folge 25 diesen Schuh, als er gerade frisch im Konfigurator veröffentlicht wurde bei Adidas, selbst zusammengestellt habe und dass ich mir das Wochenende davor schon ziemlich viele Gedanken gemacht habe, was ich für ein Material verwende und welche Farben ich benutze und ob ich überhaupt den Classic oder den Premium Schuh nehmen soll. Und der Mi Adidas Equipment Support Premium hat mir wirklich sehr gut gefallen, gerade wegen der Lederauswahl. Dieses Harlequin-Leder hat es mir wirklich angetan und wir schauen jetzt mal an, ob das auch wirklich so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Also der erste Eindruck ist erstmal ganz cool, weil man bekommt hier diesen Staubbeutel, diesen Dustbag mit dazu. Sieht auch nach einer ganz guten Qualität aus. Das ist so ein Leinenmaterial, den man hier zuziehen kann. Das ist also ganz nett. Und ich hole ihn jetzt mal raus und ich sehe schon, der sieht schon ziemlich cool aus. Ja, hier ist also das Ergebnis. Jetzt würde mich interessieren, wie gefällt euch der Schuh? Das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Er kommt wirklich genauso hin, wie ich es mir gedacht habe. Und ihr könnt euch erinnern, ich wollte einen ziemlich clean Schuh haben, gar nicht zu auffällig, einfach nur 2 Farben, 2 verschiedene Materialien. Ich habe das Off-White genommen und das Schwarz hier vorne an der Zehenkappe. Typisches Color Blocking, wie man so schön sagt. Und ich habe 2 Materialien. Zum einen hier vorne habe ich das Wildleder gewählt. Das steht im Konfigurator zur Verfügung. Genauso wie im Premium-Bereich dieses Harlequin-Leder. Guckt euch das mal genau an. Das hat wirklich eine sehr schöne Haptik. Gefällt mir ganz gut. Wobei ich sagen muss, dass dieser Teil hier, wenn ihr euch das mal anguckt, hat nicht ganz exakt die gleiche Struktur. Aber es ist natürlich ein Naturprodukt und es wird maschinell nochmal weiterverarbeitet. Da kann sowas mal passieren, denke ich. Aber es fällt gar nicht so extrem auf. Von daher habe ich da eigentlich kein Problem damit. Es fühlt sich sehr gut an. Es ist ein sehr schönes, hochwertiges Leder. Und von der Farbkombination hat mir das sehr gut gefallen. Wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, wisst ihr, dass ich zunächst noch ein paar mehr Farbakzente rein haben wollte, nämlich dieses Mintgrün, was ich einzig und alleine hier an der Ferse benutzt habe, hatte ich zunächst überlegt, ob ich auch noch hier vorne das Label auf der Zunge in dieser Farbe machen soll und hier unten dieses Tag, das wäre noch möglich gewesen, anstatt das Metallene zu nehmen, in Kunststoff zu verwenden und dann auch einen entsprechenden Schriftzug, wie zum Beispiel meinen Kanalnamen dort mit einzufügen. Aber ich habe mich letztendlich dann doch dazu entschieden, dass ich hier vorne das Tag in Metall mache, passend auch zu den Lace-Tips, die hier in diesem Silber-Metallic sind. Und ich glaube, das ist auch ganz gelungen. Ich denke, mit dem Mintgrün hier vorne und hier unten und an der Ferse hätte es auch ganz gut ausgesehen. Aber so gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist sehr schlicht und wir haben, wie gesagt, Harlequin-Leder. Wir haben die Toebox komplett in Wildleder und wir haben hier dieses gewachste Leder. Das fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Das Wildleder hat auch eine schöne Qualität und ihr wisst, ich hätte den ja gerne komplett in Harlequin-Leder gemacht. Ja, also auch hier vorne. Aber das Problem ist, Harlequin-Leder ist an dieser Stelle noch verfügbar. Hier an der Seite auch. Aber hier vorne, genau die Zehenkappe, die könnt ihr nicht in Harlequin-Leder verwenden. Das war das Problem, was mich so ein bisschen geärgert hat. Ich habe gedacht, vielleicht kann das Leder
Ja, ihr seht es ja hier vorne an der Zehenkappe dann aufplatzen, weil es ja schon so eingekattet ist. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich bin auch froh, dass ich die Outsole in Off-White genommen habe. Da habe ich auch überlegt, ob ich das in dem gleichen Mintgrün wie hinten das Logo mache, aber darauf habe ich dann doch verzichtet und ich bin insgesamt eigentlich ganz zufrieden. Wenn ich jetzt noch Lust habe, kann ich noch das zweite Paar Laces, was ich dazu bestellt habe, man kann hier eine zweite Farbe dazu nehmen, da habe ich dieses Mintgrün. Wenn ich das hier vorne reinnehme, habe ich noch einen kleinen Farbakzent und dann sieht der auch noch mal etwas anders aus. Ja, dann hat man eine kleine Variation. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich werde jetzt die Laces mal reinmachen und dann schauen wir uns hier noch mal mit den grünen Laces an. So, ich habe jetzt mal die grünen Laces reingemacht. Ich finde, das sieht auch ziemlich geil aus. Passt wirklich sehr gut. Warum die Lace-Tips jetzt hier Gold geworden sind, habe ich echt keine Ahnung. Also wenn ihr euren Schuh konfiguriert und bestellt, achtet mal darauf. Ich glaube, beim zweiten Paar konnte man sich das überhaupt gar nicht aussuchen. Man konnte nur einmal aussuchen, in welcher Farbe, ob Gold oder Silber, die Lace-Tips sind. Und ich habe Silber definitiv gewählt. Deswegen, das erste Paar ist auch so. Warum das zweite Paar jetzt in Gold ist, habe ich echt überhaupt keine Ahnung. So sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Gefällt mir wirklich sehr gut im Vergleich hier nochmal zu den Off-White Laces. Ja, so hat man nochmal einen kleinen Farbakzent, was finde ich auch sehr stimmig passt. Ich fand sowieso diese pastellartigen Farben im Premium-Bereich fand ich sehr gelungen und ich bin insgesamt sehr zufrieden, muss ich schon sagen. Ja, das war es schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch dieser Zweiteiler gerade im ersten Schritt in Folge 25, erst den Schuh im Konfigurator erstmal so ein bisschen zu designen und jetzt im zweiten Schritt dieses Ergebnis mal zu betrachten. Ich denke, das ist ganz interessant. Ansonsten würde mich auf jeden Fall interessieren, wie sehen denn eure Modelle aus, die ihr designt habt? Vielleicht nur die Konzeptskizzen oder diese Bilder, die man sich dann erstellen kann oder vielleicht auch schon das Endprodukt. Geht mal auf meine Seite. Da habe ich neulich noch einen Post gemacht und hat auch schon jemand auch am selben Tag, als ich den Schuh bekommen habe auch schon seine Bilder gepostet von dem Schuh. Sieht auch sehr gut aus, ist ein Klassik. Schaut euch das mal an und fügt auch mal eure Bilder ein. Das würde mich echt interessieren, wie die aussehen, ob ihr Klassik oder Premium gemacht habt, welche Farbkombination ihr gewählt habt. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat, dem wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Design und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!